Die Kommission für Geoinformationswirtschaft lobt im Rahmen der CeBIT den ersten deutschen Geo-Business Award aus. Gesucht? Neue und innovative Geschäftsideen aus allen Branchen, die Geoinformationen der öffentlichen Verwaltung nutzen. Das kann ein eigenständiges Geschäftsmodell sein, aber auch ein neuer oder optimierter Geschäftsprozess. Die GW-Kommission möchte mit dem Geo-Business Award innovative Geschäftsideen aus dem Bereich des Geo-Business auszeichnen. Wir wollen also mit diesem Preis über alle Branchen der deutschen Wirtschaft hinweg aufzeigen, welche Wertschöpfungspotenziale und Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Geodaten liegen. Wenn ich also beispielsweise einmal an meine Branche denke, also an die Versicherungswirtschaft, so können wir bereits heute feststellen, dass ein Großteil der dort verwendeten Daten bereits über einen Raumbezug verfügt. Also beispielsweise, wenn wir Objekte prüfen wollen in Bezug auf die Frage, ob sie durch Elementargefahren gefährdet sind, können wir das eben über Daten mit einem Raumbezug optimal abbilden und damit auch weitergehende Versicherungsmöglichkeiten anbieten, die wir ohne Nutzung dieser Daten nicht verfügbar hätten. Außer der Tatsache, dass sie innovativ sein müssen, muss hinter dieser Idee ein sich selbst tragendes Geschäftsmodell liegen. Das heißt, wir wollen auf keinen Fall Ideen auszeichnen, die auf Dauer nur mit Zuschüssen über die Runden kommen können. Und dementsprechend geht es um Geschäftsideen, bei denen der Nutzen überwiegt, die bedarfsorientiert sind und natürlich auf Dauer angelegt sind. Aus Sicht der GEW-Kommission bietet dieser Wettbewerb den Ideenträgern die einmalige Chance, erstmal ihre Idee durch eine kompetente Jury bewertet zu bekommen und zum anderen natürlich ihre Idee auch bekannt zu machen, der Öffentlichkeit vorzustellen. Und dementsprechend bekommen die drei Finalisten auch, ich nenne es mal, ein PR-Paket überreicht, also zum Beispiel eine Videokurzpräsentation ihrer Geschäftsidee, die Möglichkeit ist, mit dem Geo-Business Award-Logo zu verlinken. Und außerdem bekommt der Gewinner des Wettbewerbs einen Barpreis ausgehändigt, der immerhin 10.000 Euro beträgt. Nutzen Sie die Chance und machen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Geschäftsidee im Geo-Business bekannt. Bewerben Sie sich bis zum 31. Mai 2009. Alle Informationen erhalten Sie unter www.geobusiness.org.